Willkommen zurück zu Sekiro. Ich muss immer noch den Doofmann mit dem Speer besiegen. Ist wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Erstmal wieder reinkommen. Funktioniert immer noch. Speer rennt sonst wohin. Werden wir wahrscheinlich sowieso nicht folgen. Aber dann ist zumindest der andere Kleinkram schon mal weg. Haben wir noch Pellets? Ja, haben wir. Können wir nehmen. Was? Macht wie ihr wollt. Besiegen muss ich ihn nicht, aber ich würde ihn gerne besiegen. Hoppla. Hoppla. Hoch da. So. Was haben wir denn so ausgerüstet? Yo. Das hatte ich noch gar nicht gesehen. Aber da ist nichts dabei. Puppenspieler brauchen wir nicht bei dem. Haben wir irgendwas Cooles? Apropos zwei Fähigkeitspunkte. Es gibt nämlich eine Fähigkeit, die würde ich gerne aktivieren. Dazu aber später mehr. Und los. Okay. Schlechter Start. Ganz schlechter Start. Die Reichweite habe ich unterschätzt. Wieder mal. Ein bisschen Platz machen. Okay, das ist ein Springen. Jedes Mal. Oh, wow. Oh.
Komm, 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 komm. Komm her. Okay. Yo, was ein Opener. Okay, jetzt kann ich diese Area endlich abschließen. Da zittert die Unterlippe wieder. So krass war die Konzentration. Bisschen regenerieren. So mag ich das. Dann kann ich diese Area abschließen. Endlich. So, Fähigkeiten. Und zwar haben wir ja diese Tempelkünste. Und da gibt es... War das bei den Tempel oder... Bei den Ichimoti war das... Auf jeden Fall erwerben. Gibt es nämlich hier den hinabsteigenden Karpfen und den aufsteigenden Karpfen. Das habe ich schon gesehen, weil ich habe ja wieder ein paar Videos geschaut. Und zwar sind die, das kann man jetzt lesen, das ist der einfachste Weg. Also hier zum Beispiel mehr Schaden für Parieren. Und mehr Schaden während dem Parieren, wenn ich das richtig interpretiert habe. Und das ist definitiv das nächste. So, bodenloses Loch. Da ist noch dieser komische Snake Bob. Der versperrt nämlich auch einen Weg. Vermutlich. Das ist definitiv nicht das, wo ich hin wollte. Hier wollte ich hin, ins Giftbecken. Vielleicht kriegen wir noch mal vier von den von diesen wunderbaren Gebetsperlen zusammen. Fällt mir gerade ein. Sieht Ichimoji auch ausrüsten. Oh, das war gerade das Ichimoji. Ich glaube, keiner hat was mitbekommen. Pellet rein. Nein, das war falsch. Aber okay, good one. Ja.
Eieiei. Ich versteh's nicht. Warum der mir so Probleme macht. Okay, erstmal die Füße hochlegen, zurücklehnen. Der muss machbar sein, genauso wie der andere. Den habe ich jetzt auch kapiert und pariert. Warum kriegt er das immer mit? Warum kriegt er das mit? Kann ich schon vergessen. Ich glaube, den kriege ich nur, wenn ich ihn wirklich einmal stealthe. Good one. Schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Heieiei. Der, oh, Baby. Korrigiere, das ist sogar eine Sie. Oh mein Gott. Blocken bringt da einfach überhaupt nichts. Okay, schauen wir mal, ob wir noch einen anderen Weg haben. Das bringt gerade nicht allzu viel. Ich weiß nur, er muss machbar sein, aber... Okay, was haben wir hier? Das haben wir alles gemacht. Glaube ich, hoffe ich. Aschina Burg. Talsperre erledigt. Verlassenes Verlies. Altes Grab. Da haben wir theoretisch alles. Hier alles gemacht. Da bin ich jetzt sogar gar nicht mal so sicher, ob wir da alles gemacht haben. Aber, oh nein, ist das der einzige Weg, der noch bleibt. Ich will jetzt trotzdem mal was testen, weil wir haben ja jetzt diese Klinge. Ich weiß bloß nicht, ist die bei denen dabei? Ja. Vielleicht muss sie ausgerüstet sein. Wir können das nicht machen, okay. Dann können wir das nicht. Aber oh, wir können zur Reislady, wenn die hier oben irgendwo rumschwirrt. Weil ich meine, die war irgendwo hier oben. Okay, die sind definitiv einfacher geworden.
Bin ja Bock drauf. Komm mal her. Neben dem Stab, kann der bitte mal herkommen? Wieder eine Kirin? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein blöder Affe. Okay. Machen wir es eben so. Auf dem Weg sammeln wir vielleicht gleich noch ein paar Punkte. Die mit dem Stab, ey. Komplett vergessen, was die eigentlich machen. Weg von dem Baum! Du meine Fresse. Heute los. Ja, geht doch. Ich muss hier durch. Hätte wahrscheinlich einfach zu einem anderen Ding reisen können. Hier hatte ich, glaube ich, alles eingesammelt. Da ist die Reislady. Wir haben ja jetzt Reis. Reis geben. Alles klar. Puppe weiß ich jetzt auch nicht, was sie meint. Allerdings weiß ich,
wo ein Drache ist, den wir steigen lassen können. War nämlich irgendwo hier unten, da unten. Eine Frucht. Tja. Okay, das hat jetzt also erstmal nichts gemacht. Okay, dann nochmal zurück. So, was können wir denn noch machen? Heieiei. Gibt es irgendwo noch irgendwelche Dudes, die wir nicht getötet haben? Vielleicht am Anfang? Irgendwelche einfachen Dudes? Wahrscheinlich nicht. Da gibt es halt nicht viel. Schauen wir doch noch mal. Vielleicht habe ich da einfach irgendeinen Pfad nicht gefunden oder so. Okay. So. Das ist dann der Wasserlauf, oder? Ach, das sind die Tiefen von Aschena. Irgendwas muss ich da wahrscheinlich übersehen haben. Ich muss zum Giftbecken, das ist doch blöd. Versuchen wir es nochmal. Kügelchen rein, jetzt hat er es nicht mehr gekriegt. Hey, good shot, good shot. Jetzt komm mal her.
Ey! Das ist doch... Dieser Grapple! Dieser verdammte Grapple! Komm her. Ah, das Aufschalten. Der macht mich wahnsinnig. Dann wird es jetzt eine etwas kürzere Folge. Und ich versuche es in der nächsten nochmal. Erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gerne auch ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.